Petra Ernstberger, für viele Jahre Abgeordnete im Deutschen Bundestag, wo sie unter anderem auch die deutsch-tschechische Parlamentariergruppe geleitet hat. Sie ist seit 2 Jahren Vorsitzende des Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds und sie lebt im Moment auch in Prag. Frau Ernstberger, herzlich willkommen. Mit dem Zukunftsfonds haben Sie vor kurzem auch schon das 22. Jahr geschlossen und Sie haben insgesamt, naja, das sind tausende Projekte gefördert. Also das Zukunftsfonds fördert jährlich über 600 Projekte. Richtig. Was ist eigentlich das Ziel von dem Zukunftsfonds heute? Nach den allen Jahren, nach den tausenden Projekten im Jahr 2019? Wir wollen natürlich immer noch Menschen zusammenbringen, dass eben Tschechen und Deutsche zusammen sich ein Projekt ausdenken und gemeinsam etwas machen, um sich kennenzulernen, um miteinander etwas zu gestalten, zu produzieren. Also da ist die Palette ganz, ganz bunt. Wir wollen aber auch Informationen weitergeben von Tschechien nach Deutschland und Deutschland nach Tschechien, zum Beispiel durch Literatur. Übersetzungen, die wir auch fördern, oder Filme mit Untertiteln, junge Leute zusammenbringen, weil ich glaube, das ist das Fundament von Freundschaft, dass man Menschen sich gegenseitig kennenlernen. Und dies ist, glaube ich, auch dann die Basis, dass eben unsere Gesellschaften zusammenwachsen können. Gibt es genug Interesse? Ja. Wir von beiden Seiten, auch von der deutschen Seite? Ja, ja, es gibt genügend Interesse, denn wir haben immer eine leicht steigende Anzahl an Projekten. Also stagniert mal, ja, aber im Großen und Ganzen steigen die Antragsteller. Und wie entwickeln sich die Projekte? Also gibt es heutzutage immer mehr von Musik zu hören oder von einer gewissen Genres? Oder eigentlich ist das gesellschaftlich jetzt etwas anders geworden? Nein, das ist der bunte Mix bleibt. Mhm. Es ist ein Drittel Kultur, also Theater, Musik und so weiter. Es ist bestimmt ein Drittel an Schülerbegegnungen und Workshops und solchen Dingen, aber auch die kommunalen Geschichten, die laufen, und eben Literatur und Film, die dann dazukommen, also Dokumentarfilm. Mhm. Und ein kleiner, ganz kleiner Teil ist festgelegt, da geben wir Geld für die Restaurierung von Kirchen. Gehört auch dazu. Ja. Was für eine Rolle spielt immer noch die Geschichte? Weil der Zukunftsfonds wurde als Teil des deutsch-tschechischen Dialogs gegründet und da waren auch viele schwierigen Themen angedacht, als das, was der Zukunftsfonds machen sollte. Also die sudetendeutsche Thematik zum Beispiel, kann man sagen, dass die heutzutage irgendwie immer noch präsent ist, aber in welcher Form? Also wir fördern auch Projekte der Sudetendeutschen, also sprich der Ackermann-Gemeinde, mhm, der Seliger-Gemeinde und so weiter, damit die auch diese Begegnungen arrangieren, denn die sind ja auch Brückenbauer, weil die ja auch das Land viel besser kennen aus ihrer Vergangenheit. Es ist aber nicht mehr der zentrale Punkt, definitiv nicht, sondern es geht darum, dass Schulen Partnerschaften entwickeln und Studenten zusammen etwas machen. Also da ist das wirklich eine ganz, ganz große Palette. Ein Teil von den Aktivitäten ist jetzt seit 3 Jahren auch der Deutsch-Tschechische Journalistenpreis. Ja. Welche Rolle spielt der für Sie? Also die Idee war einfach, den Journalismus zwischen Deutschland und Tschechien ein Stück weit aus dem grauen Umfeld herauszuheben und besonders gute Audio-, multimediale und Printgeschichten zu fördern. Deswegen haben wir den Milena Jasenska-Preis erfunden, sozusagen, einen Künstlerpreis, und lassen das auch künstlerisch immer diese Preisverleihung gestalten. Und das hat sich inzwischen zu einer Marke entwickelt. Also die Journalisten, das hat einen Ruf im Journalismus, dass es diesen Preis gibt. Dabei beschwert sich man aber über, wenigstens hier in Deutschland, dass die Tschechen, dass da nicht genug Nachrichten über Tschechien zu finden sind, dass man, wenn, dann vor allem über negativen Sachen berichtet und
Ist wieder wie bei den Projekten vielleicht, aber ist hier auch genug Material, was zu arbeiten, was zu anschauen? Ja, also wir haben jetzt, ich glaube, 80 Bewerbungen. Was ein bisschen bei uns gefehlt hat, war Fernsehen. Aber das sind auch zum großen Teil, wo man sich stückweise mit der Vergangenheit auseinandersetzt. Also sowohl mit der alten DDR-Vergangenheit, wie auch mit der Kriegsvergangenheit. Also wo besondere, ein Preis im letzten Jahr war der, wo sich zwei Journalisten aus Deutschland mit diesem Zug, den die Tschechen dann, wo die alles hergegeben haben, Essen, Kleidung, alles für die Inhaftierten in diesem Zug zu einem Lager. Das ist ein gutes Licht für die Tschechen eigentlich. Ganz positiv. Einem ganz guten Licht zu. Ja. Und das war eine einmalige Aktion. Also auch in Deutschland gab es sowas nicht. Und deswegen haben die darüber einen Film gedreht. Und der Zug in die Freiheit, glaube ich, hieß der. Und der war, also das war wirklich herausragend. Und oder es gab einen Preis über die sogenannten Sudetenkinder. Da wurden Kinder einfach den Familien weggenommen und in psychische Anstalten gegeben. Und die sind ihr Leben lang nicht mehr rausgekommen. Und welche Wirkung das auch auf die Menschen hat, die leben zum Teil ja jetzt heute auch nicht mehr. Und da hat einer ein Hörspiel draus gemacht. Und solche Sachen werden natürlich gefördert. Aber auch eben zwei junge Mädels aus Niederbayern, die einfach geguckt haben, wie findet bei uns einfach deutsch-tschechisches Leben statt. Ja? Auch die großen Medien sind dabei, also die Deutsche Zeitung, Bayerische Rundfunk. Wie entwickelt sich eigentlich auch die Aufmerksamkeit, also gegenüber Tschechien oder von der anderen Seite gegenüber Deutschland? Sind da auch gewisse Themen, die im Moment überwiegend die Agenda schon... Die politische Situation in beiden Staaten spielt natürlich schon eine Rolle. Also es wird jetzt von Deutschland aus genau geguckt, wie sich die Sache jetzt auch mit Herrn Babiš entwickelt. Aber genauso gut auch von tschechischen Medien, wie sieht es denn aus mit AfD und wie gehen jetzt die Landtagswahlen aus? Also... weil die Stabilität beider Länder trotzdem irgendwo verbunden ist. Ja? Und Sie lesen übrigens Medien von beiden Seiten. Ja. Gibt es Unterschiede, wie die Medien in Tschechien über Deutschland berichten und zwischen dem, was Sie hier in Deutschland quasi von den Medien erleben? Also. Naja, es ist immer schon so, dass Deutschland als das starke Deutschland dasteht, das vielleicht auch manchmal Angst machen kann. Aber es wird auch auf die Defizite in Deutschland hingewiesen. Also da kann sich der Leser schon ein Bild machen. Und wir legen ja auch Wert, dass die Begegnung direkt stattfindet. Also dass man das nicht nur durch die Medien wahrnimmt, sondern dass die Leute eigene Eindrücke sammeln, persönliche. Und andersrum, ich habe eine interessante Debatte erlebt, wo man quasi gesagt hat, Osteuropa als Begriff soll nicht mehr benutzt werden, weil es zu schwer belastet ist mit der Geschichte und so. Denken Sie, also die Medien oder generell, also die Deutschen, schauen Sie nach Tschechien immer noch in dem Sinne, das ist Osteuropa oder das ist schon vorbei? Nein, das glaube ich nicht. Nein, also das ist ein Staat, klar liegt der jetzt in Mittelosteuropa, aber das ist nicht anders, also es ist nicht, wie soll ich sagen, nein, also die das ist nicht, also Osteuropa ist keine negative Marke, mit der... Für Sie nicht? Nein, dass die, mit denen die belastet sind. Ich habe mal auch Leute getroffen, für Sie das ganz, ganz negativ wirkt. Also die meinten lieber... diesen Begriff nicht mehr zu benutzen. Also es ist Mitteleuropa. Da kann man drüber streiten, denke ich. Ist vielleicht auch persönlich subjektiv, ja, aber es ist eigentlich nur eine Windrichtung. Ja? Wir haben in diesem Jahr noch ein wichtiges Jubiläum, also 30 Jahre seit der gesamten Revolution. In beiden Ländern anders erlebt, aber doch auch viele gemeinsame Punkte. Was das für Sie eigentlich bedeutet im Moment jetzt?
überhaupt, also das Jahr 89, wie schauen Sie in die Richtung persönlich? Also für mich war es ein Jahr, wo ich den Frieden irgendwo greifen konnte. Und ich bin ja selber aufgewachsen an der tschechischen Grenze und an der DDR-Grenze mit den Stacheldraht, den Mauern, die dort waren. Und an die gewöhnt man sich, das ist die eine Seite. Aber sie erzeugen natürlich auch Angst, beziehungsweise man ist nicht so einfach rübergefahren. Ja, auch die Restriktionen, die im Kommunismus und im Sozialismus stattgefunden haben, wenn man da jetzt nach Berlin fahren wollte oder sowas, haben einen schon daran gehindert. Und 89 war eine unheimliche Aufbruchsstimmung, die auch zwar nicht ganz plötzlich, aber die so von unten gekommen ist. Und das hat fast alle mitgerissen. Und auch danach noch dieses, also von unserer Seite her persönlich auch dieses Entdecken, weil die alte DDR beziehungsweise auch Teile von Tschechien und so wo waren ja für uns terra incognita, unbekanntes Land. Ja? Und ich kann mich noch erinnern, dass wir eine weiße Karte genommen haben und dann gesagt haben, wo liegt jetzt Prag, wo liegt Halle, wo liegt Leipzig? Ja? Weil das für uns nicht so präsent war, wie wenn wir jetzt gesagt hätten, das ist Paris, da ist London. Und deswegen hat sich da auch für uns eine neue Welt aufgetan. Aber leider gab es eben auch Menschen, die gesagt haben, nee, mit dem will ich alles nichts zu tun haben. Die da total geblockt haben, aus welchen Gründen auch immer. Wenn man das eine Chance nimmt, Chance für Freiheit, für Demokratie, alles, haben wir sie richtig genutzt, wir alle? Wir hätten sie noch besser nutzen können. Da bin ich schon von überzeugt. Die Freiheit haben ganz viele genutzt. Ja? Aber die Erwartungen waren sehr hoch. Und dann kamen eben doch diese Enttäuschungen. Und ich habe das jetzt mit Absicht etwas auseinandergezogen, weil man sich eben mit der Erwartung auch einer Täuschung hingegeben hat. Ja? Und viele sind auch frustriert gewesen wegen ihrer nicht erfüllten Lebensträume, die sie sich dann gemacht haben. Wobei ich denke, dass es für die neuen Bundesländer in Deutschland noch viel schwieriger war, weil die irgendwie diesen Westen hatte. Und die anderen Staaten wie Tschechien, die Slowakei und Polen, die mussten ja aus eigener Kraft sich entwickeln. Und hatten da auch ihre Friktionen. Ja, ich kann mich noch an die Tunnelierungen und was es da alles in Tschechien gab erinnern. Und es war ja auch ganz schwierig, diesen Prozess durchzuziehen. Aber in Teilen ist er für die Menschen auch erfolgreicher gewesen, als es jetzt in den neuen Bundesländern war. Und im Sinne von den deutsch-tschechischen Beziehungen, wäre da etwas, was Sie noch gerne sehen würden, jetzt im Moment noch so erledigt zu werden, was wir noch quasi machen sollten? Oder hat man also die meisten Sachen schon bearbeitet? Also was ich mir eigentlich noch wünschen würde, wäre, dass auch die entfernteren Regionen mehr zueinander finden. Das sind einfach nur so einzelne Perlen, die wir haben. Zum Beispiel Bremen mit seinen Verbindungen zu Tschechien. Ja? Und diese Sachen, also nicht nur die reinen Grenzgebiete, sondern auch weiter darüber hinaus, dass man diese Freundschaften noch viel besser oder Verbindungen noch viel besser fördern könnte. Und wir müssen auch gucken, dass es nicht zu einem Rollback kommt. Also, dass sich die Leute nicht wieder zurückziehen, das ist meine Heimat und hier ist die Grenze und wir wollen national unsere Nationalität bewahren oder ja. Und das, glaube ich, da müssen wir auch was dagegen tun, dass der Rückzug auf Heimat gut ist. Heimat ist nicht per se etwas Schlechtes, aber man darf es nicht glorifizieren und es darf nicht ein Ausschlusskriterium werden.
Also es muss gemeinsam etwas entwickelt werden. Also der europäische Gedanke ist in Tschechien weniger gut entwickelt als in Deutschland. Ganz konkret, Sie waren auch als aktive Politikerin immer dabei bei den politischen Gesprächen und so. Also da sehen Sie auch jetzt, die Lage hat das Wichtigste geschafft. Ich sehe leider, dass das Interesse an Ländern wie Tschechien nachlässt. Und weil wir vielleicht auch in Deutschland schon so, wir sagen, das ist Europa. Hm. Ja, ist es ja auch. Aber dass man trotzdem da Energie und auch Kreativität und Fantasie mit einbringen muss, um dieses Europa auch weiter aneinander zu binden. Man kann sich nicht auf dem Geschafften ausruhen. Das funktioniert nicht. Und deswegen denke ich, müssen wir da noch einiges arbeiten. Und deswegen ist es auch extrem wichtig, dass wir den Fonds haben, ja, damit wir mit diesen Projekten eben im Prinzip eine Grundlage bilden, dass Vertrauen zueinander da ist. Weil das ist, glaube ich, das Allerwichtigste, dass man sich auf den Partner verlassen kann. Das bringt uns zurück zu dem Zukunftsfonds eigentlich. Also der Fonds ist generell sehr positiv angesehen, also als ein sehr erfolgreiches Projekt. Sogar jetzt, wenn man die deutsche Seite nimmt, würde der als Vorbild für die deutsch-französischen Beziehungen benutzt. Wie schwer ist das trotzdem für Sie, als jemanden, der den Fonds leitet, die anderen Leute zu überzeugen, dass es immer noch wichtig ist, den Fonds weiter zu haben und die Projekte weiter zu fördern, so eine gewisse spezielle Beziehung zwischen Deutschland und Tschechien zu fördern? Es ist halt wie in der Politik, das Bohren dicker Bretter. Man muss immer wieder darauf hinweisen, wie wichtig diese Ebene eben auch ist. Und das versuchen wir eben mit unseren Projekten. Wie gesagt, wir versuchen Menschen, die sich für das andere Land interessieren, zu uns zu ziehen und ihnen Instrumente in die Hand zu geben, was sie da gemeinsam machen könnten. Und das ist, glaube ich, eine Daueraufgabe, weil man eben nicht sagen kann, jetzt sind wir fertig. Ja? Und das hält jetzt. Wir sehen ja in unseren Gesellschaften, dass alles im Fluss ist und man immer wieder neu anfangen muss, daran zu arbeiten. Sie wohnen jetzt seit ein paar Jahren in Prag. Wie ist das? Also ich fühle mich total wohl. Ich muss sagen, ich habe ja auch fast 20 Jahre hier in Berlin gelebt. Ich ziehe Prag vor, muss ich ganz ehrlich sagen, weil die Stadt nicht so hektisch ist. Auch mit den ganzen Touristen nicht so hektisch? Ja gut, unser Büro ist direkt am Wenzelsplatz. Das ist manchmal etwas nervig. Aber in Berlin gibt es die Touris auch, also so ist es nicht. Dieses Bodenständige und dieses noch nicht jedem Hype hinterherlaufen, ist in Prag noch ausgeprägter. Das mag für Prager vielleicht sein, dass es langweilig wird. Ja? Junge Leute wollen neue Erfahrungen haben, sich ausprobieren und so weiter. Kann man alles in Prag? Kann man definitiv. Aber es ist nicht so eine offene Szene, wie sie jetzt hier in Berlin auch propagiert wird. Heißt das, die Prager oder die Tschechen konservativer sind? Ich will nicht sagen konservativer. Nein, das will ich nicht sagen, sondern einfach bodenständiger. Mhm. Also das meine ich jetzt im positiven Sinne. Ja? Dass da nicht so hinter jedem Trend hinterhergelaufen wird. Und das finde ich gut. Also ich finde, die Atmosphäre ist lebenswert. Mhm. Das hat Lebensqualität. Ich liebe alte Bauten, alte Häuser. Und die hat man in Prag definitiv. Ja. Und hat Sie etwas überrascht, wie anders die Tschechen ticken?
als was Sie erwartet haben? Oder finden Sie die Chicken mittlerweile schon gut genug? Das ist genau also ich war schon so oft in meiner früheren Zeit in Tschechien, dass ich da jetzt nicht wirklich erstaunt war. Als eine Pragerin haben Sie kein neues, völlig neues Gefühl von den Chicken erlebt? Ja, das war ja das Schöne, auch dadurch, dass ich so viele Jahre schon auf dem Gebiet gearbeitet habe, dass ich einfach auch Menschen in Prag gekannt habe. Ja? Und da eben das Gefühl hatte, ich komme zu Freunden. Ich bin nicht sozial isoliert, wie man das oft in Großstädten war, hier in Berlin. Also das war am Anfang sehr schwierig, weil du hast wirklich deine Kontakte dich so gehabt. Mhm. Ja. Und dieses Gefühl hat mir Prag nie gegeben. Sie lernen sogar Tschechisch, wenn ich das... Das ist mein Wunderpunkt. Was heißt das? Es ist extrem schwierig. Ich tue mich, meine Lehrerin hat mich jetzt gefragt, was mir denn schwerer fällt, die Wörter oder die Grammatik. Und ich habe immer gedacht, Grammatik ist schwierig. Ja gut, okay, 7 Fälle und was weiß ich, die Feinheiten. Aber da ich mehrere Fremdsprachen gelernt habe in meiner Schulzeit und so, komme ich mit der Grammatik relativ gut zurecht. Aber diese vollkommen anderen Wörter, die Präzision, mit der du jedes Wort lesen musst, weil du darfst ja keinen Buchstaben, keinen Hardcheck vergessen, ja? Und das fällt mir sehr, sehr schwer. Das mag vielleicht auch eine Altersfrage sein, dass man in meinem Alter einfach nicht mehr so gut lernt. Mag vielleicht mit jeder anderen Sprache auch so sein, aber ich kann halt auch nicht ableiten, ja? Wenn wir das noch umdrehen, also wie sind die Tschechen jetzt im Moment mit Deutsch drauf? Also ist das besser geworden? Also erleben Sie jetzt öfter mal, dass das auch Leute... Also es sprechen relativ viele Deutsch, das ist so, auch gerade von der älteren Generation. Aber Deutsch ist, wir müssen auch etwas tun, damit Deutsch weiterhin eine attraktive Sprache bleibt. Also weil die Lingua Franca ist nun mal Englisch, ja, alle kommunizieren mit Englisch. Wir haben auch bei unseren Projekten schon darüber diskutiert, wie machen wir das, wenn die Kinder untereinander Englisch sprechen? Weil das sind die zwei Sprachen, die beide beherrschen. Ja? Mhm. Aber wir arbeiten da auch mit Tandem zusammen und da wird Sprachanimation und so weiter gemacht, damit man ein Gefühl für die andere Sprache bekommt und zumindest ein paar Sätze irgendwo sprechen kann. Und die Kinder tun sich einfach total leicht und ich nicht. Ich habe Sie gehört, als Sie Tschechisch gesprochen haben. Ich finde, es ist ein sehr gutes Beispiel, dass man wirklich viel, viel schaffen kann. Danke Ihnen ganz herzlich dafür. Vielen Dank für das Gespräch. Danke Ihnen.